Ich bin wieder da. Und ich habe den Hauptmann mitgebracht. Aiden ist wieder da, meine Freunde. Geht es euch allen gut? Hauptmann, es ist schön, dass ihr wieder da seid. Erinnert ihr euch noch an Rudra? Aiden nickt zu dir. Du bist doch den Glockenturm hochgestiegen. Ich bin Aiden, Hauptmann der blutroten Klingen. Hauptmann, wichtige Neuigkeiten. Rudra wurde während der Untersuchung der gefährlichen Ruinen von Gnollen attackiert. Aiden schaut düster. Das ist nicht gut. Das schumorische Zeichen, welches wir beim Glockenturm gefunden haben, muss mit den Gnollen zusammenhängen. Tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir haben jetzt keine Zeit, sie zu bekämpfen. Merrick, sag den Klingen, dass die gefährlichen Ruinen derzeit nicht mehr zu betreten sind. Wird erledigt, Hauptmann. Gallagher grinst. Zu spät. Jemand hat sie schon bekämpft. Ja, dem geben wir mal so eine komische Stimme, nicht wahr? Wir müssen sie ja irgendwie unterscheiden können, wa? Wovon redest du, Gallagher? Der Anfänger, der hat eine spezielle Aufgabe von der königlichen Armee bekommen. Rudra, wir sind die blutroten Klingen. Wir machen nicht einfach alles, was die königliche Armee befiehlt. Denkst du, nur wegen der Geschichte beim Glockenturm kannst du den Ruf der blutroten Klingen ruinieren? Merrick, ich habe dir noch extra gesagt, dass du die königlichen Soldaten ignorieren sollst. Dachtest wohl, dass sie deine Eintrittskarte in die königliche Armee sind, was? Merrick, es reicht. Wir sind die blutroten Klingen. Wenn du uns nur als Trittbrett missbrauchst, um diesen königlichen Hunden beizutreten, verschwinde von hier. Merrick! Beruhige dich. Aber Hauptmann! Während es nicht akzeptabel ist, eine Operation ohne Zustimmung durchzuführen, Aiden wirft dir einen gezielten Blick zu, ist es auch nicht akzeptabel, völlig den Kopf zu verlieren. Du redest mit einem Untergebenen, Merrick. Einem Kameraden. Du darfst die Emotionen nicht überhand gewinnen lassen. Du musst dich beruhigen. Geh raus und schnapp etwas frische Luft, Merrick. Merrick sieht völlig fertig aus. Ja, Hauptmann. Merrick ist für gewöhnlich nicht so. Er verfällt nur in diese Stimmung, wenn die königliche Armee sich hier herumtreibt. Bitte nimm es ihm nicht allzu übel. Nun, warum gehst du nicht zum Gasthaus und ruhst dich etwas aus? Ich werde mit Merrick reden, sobald er zurück ist. Ja, dann gehen wir uns mal ausruhen. Haben wir irgendwie genug? Nein, wir haben 60 und wir brauchen 90, um die Meisterschaft des Kampfes weiter auszubessern. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Gasthaus, nicht? Wobei, vorher können wir eigentlich mal hier unten gucken gehen. In dem Magielabor. Mal gucken, was es hier so gibt. Brünn und mysteriöser Mann. Nun gut. Schauen wir mal. Brünn, würde ich sagen, oder? Stimme. Hallo. Ja, reden wir mal mit dir, plaudern. Erdkristalle sind wunderschön, wie sie leuchten, so geheimnisvoll. Es reicht fast dazu aus, selbst mich an Legenden glauben zu lassen. Oh, du bist ein ganz feiner, wa? Mit deinen hintergegelten Haaren? So, schauen wir mal, wer der mysteriöse Mann ist, wa? Schweigen im Walde? Dich beschleicht das Gefühl, dass du absichtlich ignoriert wirst. Mensch, du hast folgenden Titel entdeckt. Neugieriger Affe. Okay. Entdeckt heißt noch nicht erlangt. Also wir kriegen jetzt quasi die Möglichkeit, diesen Titel zu erlangen. Wir müssen jetzt irgendeinen Quest angefangen haben. Keine Ahnung was, aber mal schauen. Rede mit Tief beim Gasthaus. Ich wollte euch Tief sowieso ja zeigen, wie sie jetzt aussieht, nachdem sie nicht mehr die Weihnachtsklamotten trägt. Ach, im Söldneraußenposten scheint es noch was zu geben, wa? So, hier gehen wir mal rein. Hallo Tief. Da haben wir sie. Ah, Stimme. Die hat eine ziemlich glockenklare, hohe Stimme, oder? Hallo Rudra. Ja, Verzeihung. Hallo Rudra. Ich bin zurück aus dem Tempel.
Hast du, wie ich es dir gesagt hatte, mit Merrick gesprochen? Hey, Rotra! Ihr beide kennt euch? Ich bin diesem Kadett draußen begegnet. Er sah so verloren aus, deswegen bot ich ihm an, mit hineinzukommen und sich auszuruhen. Alice sieht aus, als hätte er geweint. Ich konnte Gwyn nicht gegenübertreten. Was mache ich jetzt nur? Ist Gwyn die blonde Frau in der königlichen Armee? Ja, ich habe sie wirklich enttäuscht. Tief lacht leicht. Keine Sorge. Ich wette, sie ist gar nicht böse auf dich. Wie kannst du das wissen? Vertrau mir. Geh und sieh nach. Sie wartet bestimmt auf dich. Wenn du das sagst, Orakel. Danke. Bis später, Rudra. Tief fängt an zu kichern. Eine sehr nette Soldatin hielt beim Tempel an und fragte, ob ich einen Kadetten namens Alice gesehen hätte. Tief bemerkt plötzlich deine finstere Miene. Ist alles in Ordnung? Du siehst schlimmer aus als der Kadett. Du erklärst ihr, was passiert ist. Ich verstehe. Wenn ich darf, würde ich mich gern für Merrick entschuldigen. Weißt du, Merrick wollte unbedingt der königlichen Armee beitreten. Aber er wurde nicht genommen. Jetzt hasst er sie. Seltsam, oder? Kann ich verstehen. Ich wollte auch mal zum Bund. Und bin nicht genommen worden, weil ich eigentlich Offizierskarriere machen wollte, bin ich genommen worden und jetzt könnte ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Also nicht ganz abwegig. Merrick, Keegan und ich sind alle hier in Corlin groß geworden. Beide wollten der königlichen Armee beitreten. Aber nur Keegan hat es geschafft. Jetzt ist er ständig zwischen Rogers und der Hauptstadt unterwegs. Ich habe gehört, dass er schon einige Male befördert wurde. Tief seufzt. Und nun lässt Merrick seinen Frust an dir ab. Tief betrachtet für einen Moment deinen deprimierten Ausdruck. Warte kurz. Ich habe etwas für dich. Tief durchsucht einen Schrank. Diesen Verbesserungsstein nutzt man, um Waffen und Rüstungen zu verbessern, glaube ich. Er soll wichtig sein für alle Soldaten und Söldner. Bitte, nimm ihn. Er kommt von Herzen. Ach, wie süß. Kannst du diesen Brief für mich bei Bryn abliefern? Derzeit ist, zu viel los im Gasthaus, als dass ich gehen könnte. Sieht auch wahnsinnig voll aus momentan, muss ich schon sagen, ja? Tiefs Augen leuchten, als sie dich verabschiedet. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Ja, Tief Schnecki, dann warte mal fröhlich. Wir gehen dabei mal zu Bryn und bringen ihm den Brief vorbei. Wir wissen ja zum Glück schon, wo er wohnt. Nämlich hier im Magielabor. Zusammen mit dem mysteriösen Mann. Hallo, Bryn. Als du eintrittst, stellt Bryn vorsichtig einen Messbecher ab und schaut hoch. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Doch, ich bin vorhin schon da gewesen, aber macht nichts. Ich bin Bryn und studiere Magie. Was bringt dich hierher? Du übergibst ihm Tiefs Brief und er befliegt ihn kurz. Tief möchte, dass ich dir eine Tasse roten Tee mache, um dich aufzumuntern. Was? Na gut. Ich habe nicht wirklich die Zeit für sowas, aber da Tief mich danach fragt... Bryn steht auf und macht etwas mit den Messbechern. Bryn reicht dir eine Tasse mit dampfendem Inhalt. Entschuldige, dass du warten musstest. Aber immerhin vornehm ist er, nicht wahr? Und trinkt Tee, na sowas. Ich bin sehr affektiert, was Tee angeht. Ich nutze nur Teeblätter der höchsten Qualität. Deswegen wäre es eine Schande, wenn du es nicht zu schätzen weißt. Bryn nimmt einen Schluck aus der Tasse. Tief scheint es allerdings wirklich zu gefallen. Oberflächliche Konversationen liegen mir nicht. Meine Tage sind geprägt von Büchern und Experimenten. Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viel du von Büchern lernen kannst. Irgendwie klingen seine Worte gleichzeitig herablassend und mitleidsvoll. Was dir Tief gegeben hat, nennt sich übrigens magisches Puder. Davon habe ich auch schon was gesammelt.
Es ist eine wichtige Zutat für Verzauberungen. Damit können deine Rüstungen und Waffen leichter werden, wodurch du dich geschmeidiger bewegen kannst. Solltest du je eine Verzauberung brauchen, komm zu mir. Aber jetzt geh bitte. Ich würde gerne meine Untersuchungen fortführen. Natürlich. Lies es dir bei Zeiten durch. Habe ich jetzt ein Buch bekommen oder wie? Ich sehe gar keins im Inventar. Na gut. Ach, wir haben Meditation gelernt. Supi. Durch Meditation kannst du AP sammeln, ohne in Dungeons zu gehen. Ey, das ist doch fett. Mit bei Zeiten meinte ich eigentlich sofort. Ansonsten verdrängst du es. Wenn das alles war, kannst du gerne gehen. Ich habe zu tun. Neue Quests, wunderbar. Ich bin begeistert. Halt, wir können noch bei Brynn. Hallo. Wir können noch hier Story-Sachen machen. Kristalle aus den Ruinen und das Herz eines Irrlichts. Kurt auf Koks hat irgendwas. Hat aus Dolores Geschenkbox was erhalten. Kurt auf Koks, Riesenname, passt auch gut zu dem mittelalterlich angelegten Rollenspiel. Aber gut, hat man halt überall und vor allem in Free-to-Play-Rollenspielen hat man natürlich immer mal irgendwelche Leute, die sich irgendwelche seltsamen Namen geben. Gut, ich heiße Hutra LP, das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Aber ihr wisst ja, es ist eigentlich nur Hutra und LP ist halt der Nachname sozusagen, nicht? Solltest du einem Brialne begegnen? Brialne, ja. Das sind riesige, rot schimmernde Irrlichter. Wir haben schon die Grünen kennengelernt. Würdest du mir bitte sein Herz bringen? Die haben Herzen. Na gut, können wir machen, ja klar. Nun, denk daran, dass Irrlichter kein richtiges Herz haben. Ach so, na dann. Was ich benötige, ist der Kristall einer Seele, die noch nicht zu einem Relikt geworden ist. Aha. Verstanden, nicht wirklich, ist egal. Brynn wartet nicht einmal darauf, dass du antwortest. Wundervoll. Dann bring mir bitte ein Brialne-Herz. Und noch ein Quest hattest du, ich bin da mir ganz sicher. Brynn schaut dich erwartungsvoll an. Genau, Kristalle aus den Ruinen. Sag, weißt du etwas über Erdkristalle? Erdkristalle sind Objekte mit stark konzentrierter magischer Energie. Ich spüre eine magische Aura bei dir. Ah, natürlich. Du hast einen Erdkristall bei dir. Sie gehören zu meinem Studiengebiet, weißt du? Die weit verbreitetste Theorie ist, dass sie Überreste von Mana sind. Aber ich spekuliere auf etwas anderes. Ich glaube, dass sie... Brynn betrachtet dich für einen Moment. Vergiss das lieber. Die Einzelheiten liegen weit über deinem Verständnis. Es reicht, wenn du weißt, dass ich Erdkristalle für meine Experimente benötige. Ich bin selbst in die Ruinen gegangen, um die Kristalle zu besorgen. Und wir haben einen Titel entdeckt, der distanzierte Gehilfe des Magiers, super. Aber leider kann ich das aufgrund der Kämpfe dort nicht mehr. Oh. Er könnte sich einen Fingernagel abbrechen oder seine Teetassen gehen kaputt, die er bestimmt immer mit sich herumschleppt. Oder seine Teeblätter werden schlecht oder seine Mana-Tränke vergammeln. Oh Gott! Ich renne nicht blindlings mit einem Stab herumwedelnd da hinein. Was bist du denn für eine Pippi? Na gut. Ich bin kein Kampfmagier. Kampfmagie ist unter meiner Würde. Ich theoretisiere und experimentiere, was weitaus passender ist zu einem Genie wie mir. Brynn hebt eine Augenbraue. Warum dieser verbitterte Ausdruck? Nun ja, das ist irrelevant. Bring mir 3 Ruinen-Erdkristalle und ich werde dich gut entlohnen. Okay, machen wir. Das war's offenbar hier erstmal. Brynn hat ein Bild von Tief bei sich rumstehen, sehe ich gerade hier unten. Und hier flattert ein Schwert fröhlich vor sich hin. Von mir aus. Soll jeder seine Bude einrichten, wie er möchte. Kehre zu Tief beim Gasthaus zurück. Okay. Dann zurück zum Gasthaus. Kommen wir hier durch? Nicht. Hey, Hundi. Na? Für die Ehre! War die falsche Taste? Ich wollte eigentlich auch nicht das. Das wollte ich auf alle Viere dem Hund Gesellschaft leisten. Die kuscheln miteinander. Wie süß. Schöner Husky. Ich bin ja mehr der Katzenfreund als der Hundefreund. Wie ich bereits angemerkt hatte, eher Katzen, ne?